Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz. Persönlich bei Claudia Lesser. Schön, haben Sie eingeschaltet. Das ist «Persönlich» bei Claudia Lesser. Heute mit einem absoluten Ausnahmetalent. Kein See, kein Berg, kein Wolkenkratzer ist vor ihm sicher. Das zeigen auch seine 17 Weltrekorde. Jetzt soll es noch einen mehr geben, nämlich im Februar. Über das werden wir reden. Sowie natürlich über seine diverse Guinness-Buch der Rekorde eintragen. Er ist ganz ein spezieller Mensch und das ist er. Ich finde ihn toller Typ. Ich komme auf eine Dynastie vom Zirkus in der Nähe von Mülheim. Ich glaube, das ist ein Künstler. Der extravagante Sachen macht, die nicht jeder andere macht. Er ist sehr gewagt, der auf den Seilen läuft. Und da ist er gerade über einen grossen Graben hineingelaufen. Graben. Seile tanzen. Und ist ein Seiltrapez-Künstler. Die Leute schauen zu, die haben den Plausch. Zirkus. Das ist wirklich so ganz, ganz verrückt. Er macht das tipptopp. Er ist ein super Künstler. Der, der über das Seil balanciert. Und auf jeden Fall. Der Freddy Nock, herzlich willkommen. Merci, hoi Claudia. Der bekannteste Hochseilartist, darf man schon sagen, aus einer Hochseilartistenfamilie. Ich habe gelesen, seit 1717 ist das Hochseil eure Passion, oder? Zeit, ja. Wird einem das dann einfach in die Wiege gelegt? Oder ist es schon fast doktrinär, weißt, dass du dann fast musst, das Hochseil lernen als Kind? Muss man es nicht, sicher. Nein, ich sage mal, ich bin einfach in das hineingeboren und habe das gerne gesehen bei meinem Vater und ich habe das halt sehr weit weiterentwickelt. Aber ich habe natürlich auch andere Sachen gemacht. Also ich habe Pferd vorgeführt, also Bonnelli damals, ich habe hohe Schulen geritten. Aber ich habe immer gesagt, das war nie so mein Ding. Oder so. Also, hohe Schule war zwar schön, aber ich wäre gerne Kosaken reiten. Also, ein Pferd, das schnell reitet, wo ich unter den Bauch gehen kann, wieder raufgehen und in die Sand, nicht in die Sand, in die Sackmehl reinlegen und nachziehen lassen. Das wollte ich. Wollen. Und dann habe ich dann halt so ein hohe Schulpferd bekommen. Dann musste ich lernen, bandagieren und den Sattel richtig antun. Und so. Und das war schon nicht meins. Aber ich habe es dann ein Jahr gemacht, das hohe Schule reiten. Aber ich wäre gerne ein Kosakenreiter gewesen, mit einem ganz schnellen Pferd. Das hat mich wieder gereizt. Und so habe ich gesagt, lieber nicht mit Tieren. Wenn Tier ist immer so, du musst dich um Tier kümmern, musst immer dabei haben. Ich habe mich dann für Seil entschieden. Das ist ein bisschen einfacher mit dem Seil. Das hat es ja überall. Du nutzt jedes Seil, das irgendwo um einen Berg herumhängen tut. Genau, genau. Du hast aber trotzdem schon mit 4 das erste Mal angefangen, auf dem Seil zu stehen. Ist das damals der Vater gewesen, der dich draufgestellt hat? Nein, mein Vater hat immer trainiert eigentlich auf dem Seil, auf dem 2,50 Meter Seil und hatte dann auch ein kleines, das 40, 50, 60 cm über Boden war. Manchmal. Und ich habe einen älteren Bruder, der war 7 Jahre älter als ich. Und ja, dann hat er angefangen. Seiltänzchen. Ich bin dann als 4-Jähriger drauf, der hat mich an der Hand gehabt, oder mein Vater hat mich gehabt, wie es halt so geht im Zirkus. Dann schaut man, schauen, wer ist für was talentiert, oder? Und dann bin ich eigentlich schon mit 4, eigentlich 4,5 schon auf dem Seil gelaufen. Freihändig, hatte eine gute Balance gehabt. Und mit 5 konnte ich dann mitmachen. Da konnte ich beim Grossvater im Zirkus Nock noch eine Vorführung machen. Ja, man redet bei dir immer von dem Ausnahmetalent. Hat man das schon gesehen in der Jugend oder in der Kindheit, dass du wahrscheinlich mal einer wirst sein, der 17 Weltrekord wird aufstellen? Also das weiss ich jetzt nicht, aber ich hatte immer so Träume in mir drin, so als kleiner Bub schon. Sag mal, als ich älter geworden bin, mit 12 war ich auf dem Hochseil und dann in den 70er Jahren war der Philippe Petit mit den Twin Towers, die ich überquert, das habe ich alles mitbekommen. Und ja, und für mich war immer so, Seillaufen speziell schon, Seilbahnen schon. Mit 11 eigentlich schon gewusst, ich wollte mal auf einer Seilbahn laufen, aber nie gedacht. Aber eben durch die Twin Towers, Philippe Petit, 417 Meter Höhe, da hat es mich noch mehr gereizt. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinns, wie soll ich sagen, wenn man halt das sieht, so in einer Höhe drüber zu laufen, das hat mich immer gereizt. Aber jetzt muss man schon sagen, bevor wir das jetzt auch anschauen, was reizt einem da dran?
Also als Otto Normalverbraucher, ich würde mich nie freiwillig auf so ein Seil aufstellen. Was ist das, was dir den Kick gibt, dass du das mit so viel Passion machst und mit so viel Vorbereitung? Und da reden wir ja immer von riesen Distanzen. Das sind ja teilweise 3000 Meter, die du auf so einem Seil dann auch laufen bei deiner Welt. Ich denke, es ist erst im Nachhinein gekommen. Eben so als 11-jähriger Bub, Seilbahn, das möchte ich mal laufen. Und das ist damit gekommen, dass ich in meinem Zirkus nachher auftreten bin. Ich hatte 2 Shows am Tag auf dem Hochseil. Ich habe dann auch Trapez gemacht, noch so Hängebärschnummern, alles, was eigentlich gefährlich ist, immer mehr dazugelernt. Und der Reiz war einfach, mal Sachen zu machen, die kein anderer gemacht hat. Mhm. Eben 3,3 Kilometer über den Thunensee und 2 Kilometer, 169 Meter habe ich geschafft. Mit keiner Abspannung drin. Das war ein Seil, das drüber gegangen ist. Und hatte Schwankungen von 1 Meter in diesem Seil, in der Mitte. Und ich konnte das beherrschen. Und das waren meine Träume. Denke ich, als kleiner Bub schon. Das war in mir drin. Als ich nicht wusste, ich werde das mal schaffen. Aber ich war in Interlaken da oben, früher bei dem Zirkus Nock, wo wir da oben waren. Meine Mutter ist in die Beatushöhle rauf. Dann habe ich so auf den Felsen geschaut und so übergeschaut. Dort schon die Idee geholt, boah, da über das Seil laufen, über den See. Schon die Bilder gehabt damals. Also, ein Psychologe würde sagen, du hast das damals schon visualisiert. Sprichwörtlich, ins Unterbewusstsein. Aber ich habe es nie gedacht. Aber so mit dem Alter. Ja, kommt man halt dazu. Man sieht die Leute, man hat Ideen, man sagt das anderen Leute und die anderen Leute geben dann einmal eine Chance. Und sonst ist nicht mehr so eine dumme Idee, obwohl manche sagen, das spinnt. Oder? Aber heutzutage ist ja alles ein bisschen spinnerisch. Freestyler, der heutzutage ein doppeltes Alter macht mit dem Töffel, hat das damals gedacht. Der Evil Knievel ist über 18 Büsse gesprungen. Das war eine Weltsensation. Heutzutage kommt man auf die Häuser rauf mit diesen Töffen. Also das ist natürlich schon... schön, wenn man das wieder sich verändert, oder? Genau. Nur wenn man deine Jugendjahre und deine Kindheit anschaut, müssen wir sagen, spätestens nach dieser Jugend und Kindheit macht er keine gefährlichen Sachen mehr. Oder bist du nicht einer, der einfach so ruhig durch deine Jugend durchgekommen ist? Weißt du mal, ein Bär hat dich mal angefallen, also einen ganz schweren Unfall mit 5. Genau. Dann hat dein Auto mal angefahren, du bist mal fast ertrunken. Genau. Also, du hast alles sehr gesammelt in deiner Jugend gehabt. Also, wie ist das überhaupt dazu gekommen? Also, ich denke mal, das ist so, dass gibt ja etwas in dieser Welt. So, ich sage immer Schutzengel, ich spüre Schutzengel. Oder? Und ich denke, damals habe ich es ja nicht gewusst, aber heutzutage mache ich mir viele Gedanken über das und sage, wieso ist das nicht passiert, wieso ist das der Unfall? Viele am Bär haben wir schon mal darüber geredet. Was ist dort passiert, wieso lebe ich noch? Damals nicht, damals hat man mich ins Spital gebracht, ich habe gar nicht geschlafen. Mit den Jahren lebt man mit dem natürlich rein und macht sich Gedanken, wie lange geht das gut? Ich hätte eigentlich schon 3-mal weg sein und hatte viele andere Unfälle gehabt. Oder Knie offen, auch schon vom Dörf fahren, wo Kniescheiben fast weg sind. Wieso sind die noch dran? Oder? Es ist so, ja, und ich sage einfach, es gibt etwas auf dieser Welt, das mich einfach beschützt. Und solange ich an das glauben kann und ich weiss, sie sind da, kann ich nur mit positiven, mit gutem Willen natürlich auch meine Kunst weitermachen. Oder wenn das mal da nicht mehr da ist und ich merke irgendwie, jetzt kann es gefährlich sein, oder ich bekomme Angst. Man sagt, im Alter bekommt man Angst mit 50 Fotos an. Ich denke, wenn man das verliert oder nicht mehr hat, dann sollte man aufhören. Aber ich kann das nicht. Und ich finde das immer noch spannend, alles, was ich probiere zu machen. Bloß müssen natürlich die Leute noch da sein, die einem glauben und das gut können überbringen. Das ist einfach so, man braucht die anderen Leute für das. Oder? Sonst kann man es nicht verwirklichen. Es ist interessant, Evelyn Binsack war letzte Woche bei uns und sie hat sehr auch über Gott und die Kraft geredet. Mhm. Du redest jetzt von Schutzengeln. Es scheint so, dass die in den Extremen sind, also extreme Sachen machen, irgendwie einen anderen Bezug haben. Kann das sein? Also ich bin sehr gläubig. Eigentlich als Religion, also ich bin ja katholisch, bin sehr gläubig. Über die Religion entferne ich mich ein bisschen entfernen, wenn ich sage, ich habe so meine eigene Religion. Also Was ist das, deine eigene Religion? Ich glaube einfach an meine Schutzengel. Es gibt, ob das Gott ist oder nicht Gott ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe einfach so meine eigene, wie soll ich sagen, meinen Weg zu dem, was ich glaube. Und wenn man mit vielen Leuten redet, zum Beispiel, oder auch die Erfahrung gemacht habe, fast am Tod, vorbei ist, tut man gerade von Gott reden. Ja, das ist so, mir kommt ins Gute über und so. Ich weiß es nicht. Also ich sage jetzt mal, ich weiß einfach, dass etwas da ist,
wo mich beschützt. Ob das jetzt meine Großmutter ist, ob das mein Großvater ist, ob, sind zwar vorher alle auch da gewesen, also könnt Urgroßvater, jetzt können wir zurück und so Aber kannst du in Kontakt gehen mit deinen Schutzengeln? Nein, nein, das nicht. Aber ich spüre einfach die Situationen, die ich hatte. Ich weiß, es ist etwas da. Es ist etwas da. Ich kann nur eins jetzt mal sagen, zum Beispiel, wo richtig extrem war bei mir. Ich war in Russland 2011, als die Weltrekorde waren. Und dann ging ich auf Russland einen Auftritt machen, 50 Meter hohe Kräne. Und sehr gut vorbereitet war, ausser ich habe keine Absägerin bekommen. Es war zu Nacht, es war 50 Meter über der Brücke draußen, wo es leicht war. Es ist nicht das erfüllt worden, was ich wollte. Ich war dann gleich da oben und war so im Adrenalin drin, dass ich das gar nicht geschnallt habe. Ich meinte, alles ist so organisiert worden, wie ich gesagt habe. Dann bin ich dort oben auf einer Plattform, etwa so gross wie der Tisch hier, hocke oben drauf, nehme die Stange in die Hand und laufe über das Seil und komme nur 10 Meter weiter. Und er hat gesagt, oh nein, du, ein Scheinwerfer voll ins Gesicht hineingeschienen. Ich wollte weiterlaufen, sage, nein, ich sehe das Seil nicht, ich kann mit der Schwanke nicht umgehen, wenn man es nicht sieht, man muss es sehen. Ich bin wieder zurückgegangen, habe die Stange ab und gehe mit den Leuten, die mich damals engagiert haben, reden. Wir gehen runter mit den Kränen auf 25 Meter, das Licht von der Brücke, das alles beleuchtet, dann laufe ich drüber. Nachher bin ich draufgegangen, wieder auf den Kran, habe nicht festgebunden, bin wieder auf den Kran rauf, mache ich nie mehr. Das sind so Erfahrungen, oder? Was Bauchgefühl sagt, Vorsicht, aber ich war so im Schussding, wo ich oft ich muss die Stange heben. Wir haben zwar alles abgesprochen, was war mit den Kränen, was sie machen müssen. Kränen nach innen fallen lassen, 25 Meter runtergehen, aber das kann man nur in Russland machen. Habe ich auch gelernt. Und dann steige ich, dann kann man wieder auf die Tonnen anziehen und dann sehe ich das Seil bis über, das ist kein Problem. Ich hocke auf dem Ding, was passiert, unten wird diskutiert, ein Kran wird abgestoßen und der andere bleibt oben. Also hat man das Seil verrissen. Und wenn so ein Seil verreist, das gibt einen Wahnsinn, da sind 10 Tonnen drauf, dann gibt es Schläge. Und ich kann jetzt nur von dem reden. Also das ist jetzt eins, was ich sage, das habe ich erlebt und ich weiss, es ist wirklich so, wie ich sage. Nachher hat der Mast das Seil gerissen, wenn es einen Gegenzug gibt, viel mehr Tonnen, dann verreist das Seil. Und ich war auf dem Mast oben, gewesen, so gross wie der Tisch, und der Seil reißt und der Mast macht. Und jetzt tust du mir sagen, was ist das, wenn es mich 1,5 Meter in die Luft aufrührt und ich komme immer auf den gleichen Fleck, 3 Mal. Die Stange hat mal das Gesicht angehauen, ich hatte auch Schrammen gehabt, und ich lande 3 Mal auf dem Tisch, sagen wir mal, auf dieser Größe, und ich spüre nur eine weisse, grosse Hand über mir. Das ist das, was ich gesehen habe. Jeder Mensch hat gesagt, das geht gar nicht. Ich kann gar nicht in dem Moment 3 Mal auf dem gleichen Fleck landen. Also wenn es einen Schlag gibt, kann ich vorne raus. Das rührt mich hinten ab und ich hatte nur 50 Meter unter mir. Dort war Wasser, das nur 1,50 Meter tief war. Und hinten war Beton, hier ist Beton und hier. Und das war für mich so etwas, das ist etwa 2011 passiert, als ich gesagt habe, jetzt fragst du mich. Sie sind bei mir. Es ist, was es ist, kann ich nicht sagen. Nur ich habe, es war stockdunkel, einen Scheinwerfer und ich habe eine Hand gespürt. Mehr kann ich nicht sagen. Aber es scheint eine sehr grosse Energie zu sein, auf jeden Fall. Das ist so. Macht es ein bisschen einfacher, wenn man dann so verrückte Sachen macht, wie du sie eben also, machen. Ich tue nicht auf das sagen, sie sind immer da. Also ich bin nicht da, ich gehe jetzt nicht raus, kann mir nichts passieren. Es gibt mir auch, Thunensee war auch so, Thunensee bin ich gelaufen, mir sagt dann etwas drin. Es ist nicht immer so das Gefühl, das ich jetzt in Russland hatte. Gar nicht, es war einfach dort. Und Thunensee ist so, wo mein Bauchgefühl zeigt. Das sagt man schon innerlich. Aufpassen, da unten hatte es drei drin, auch Erfahrung natürlich. Dann hockst du an und schaust auf und sagst, jetzt darfst du nicht weitergehen. Wenn du unten hast, schon, hat es mir abgedreht unter den Füßen. Und da habe ich nur gesehen, was das Seil so gedreht hat. Das habe ich, glaube ich, mal erklärt. Also das Seil, das ich laufe, das Kunststoffseil, ist flach wie ein Finger. Und wenn man das natürlich 3,3 Kilometer überzieht, gibt es Trall drin. Ja. Oder, da haben wir so Gewichtchen dran, so Schwankungsdinge, und jetzt sind die Fall verkehrt umgebunden gewesen, dann gibt es immer einen Trall auf dem Seil. Oder? Und das ist dann sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich gewesen. Und da habe ich einfach gesagt, jetzt höre ich auf 90 Meter über dem Wasser, und habe gesagt, nein, jetzt breche ich ab. Aber trotzdem habe ich den Weltrekord geholt. Schade war halt, ich wäre gerne übergekommen. Das ist schon so, hat nicht mehr viel gefällt, einen Kilometer. Das glaube ich, dass dann das am Ende ist. Das ist das, was dann am Reiz. Aber heutzutage weiss ich mehr. Ja.
in diesem Zeug? Also könnte man es besser forschen, besser schauen, dass man es richtig macht, dass es wirklich klappt? Du, wir haben einen Ausschnitt vorbereitet. Jetzt haben wir viel über das Hochseil geredet. Schauen wir uns doch mal schnell an. Vielleicht kannst du es auch ganz kurz schnell kommentieren. Wir haben nämlich zwei Ausschnitte für Sie zu Hause vorbereitet. Taminerschlucht. Genau. Ist auch so etwas. Eben Garetten drüber fahren. Ich sage, das ist möglich. Aber natürlich, dann hatte ich eine Plastikgarette. Sehr viel Wind war, die war schwach, die konnte runterfallen. Und ich musste einfach auf mich schauen und sagen, ich hänge sie lieber ab, aber komme heil lieber. Und das ist ja auch ganz speziell, das ist ohne Stange. Zugspitze ist eigentlich noch nie gemacht worden. Zugspitze ohne Stange, fast 1 Kilometer, 995 Meter, Auflauf auf so einer Steigung. Das auch, das war China. 500 Meter der höchste Seillauf, der nicht registriert ist, wenn eben dass nicht weitergegeben worden ist, aber es ist 500 Meter der höchste Seillauf auf einer Seilbahn gewesen, überhaupt Seillauf, den sie geht. Selber müssen runterkommen, selber müssen für mich schauen. Das ist eben das, der Reiz, den mir gefällt. Die Chinesen haben hier nichts, also schon mit Sicherheit und so unten. Aber was hier oben passiert, haben die nicht überlegt. Aber ich wusste, ich komme gut an und ich kann auch aus diesem Ding schön runtergehen. Wenn wir das alles angeschaut haben vorher, komme ich hier runter, wie geht das? Mhm. Also wir waren eine Woche vorher da und haben das dann anschauen. Und dann sind wir heim und dann sind wir wieder dort. Dort sind ein paar Fehler gelaufen in China, muss ich ehrlich sagen. Wenn alle 100 Meter hat eigentlich so eine Gondel sein, von mir abgesprochen worden. Und am Schluss ist dann rausgekommen, dass alle 300 Meter weg sind. Also sie haben selber gestaunt, als ich dann nachher dort oben angekommen bin, haben sie gesagt, wie hat der Mann das gemacht? Also, genau, wie machst du es denn du eigentlich? Weil das Verrückte bei dir ist ja jetzt, um David-Dimitri, der das zum Beispiel auch macht. Du läufst immer ohne Sicherheitsseil. Das ist ja so. Und du sagst, es ist sicherer, oder? Es ist ja so, durch meine Erfahrungen, die ich halt im Zirkus gesehen habe, mit Sicherheitsseilen dran und ja, Schepte und so, sind manchmal schlimmere Unfälle passiert, wie wenn man frei ist und weiss, was man macht und kann sich fangen. Klar, ich sage immer, 99% bin ich sicher, aber der 1%, der ist überall. Das ist, kann noch schlimmer sein als jemand anders. Man muss so die Skifahren anschauen. Man absolut, und die Unfälle sind dann ja, sind auch, aber sie haben den Spass an dem, sie machen es ja, also tut man es ja nicht verbieten. Ich meine, das ist das Risiko, das wir haben. Das ist einfach und überall. Kann sonst etwas passieren. Schauen den Schuhmacher an. Ja. Schuhmacher fährt jahrelang Rennwagen. Beim Skifahren einen kleinen Unfall und also darum so Zeug. Man sollte die Leute machen lassen, die Freude haben an dem, was sie haben. Und wirklich auch, wenn sie Talent haben, unterstützen, denke ich. Sag mir mal schnell, wenn du auf so einem Seil jetzt bist. Und ich meine, es sind jetzt etwa 17 Weltrekorde. Wir reden nachher auch über den 18. Und du hast jetzt vorher von diesen 3,5 Kilometern geredet. Was geht einem da im Kopf vor, wenn man auf dem Seil oben steht? Ich sehe immer noch das Ziel von mir. Es gibt Probleme. Es gibt, ich mache Training. Ich trainiere. Ich weiß, dass Probleme dort aufkommen. Aber so tun es ist halt wirklich. Das ist für mich der Lauf gewesen, was eigentlich je gegeben hat. Es hat noch kein Mensch gemacht. Und das ist für mich einfach nur als Ziel gekommen. Wenn es nicht geht, dann einfach vorher abbrechen. Es ist klar, bevor die Gefahr kommt. Aber das Ziel ist schon immer das, was ich eigentlich wie sagt man, in mir gesehen und laufe. Aber klar, da kommen Probleme auf. Also, es gibt Schwankungen. Und darum trainiere ich so, halt, dass ich das bezwingen kann und zeigen, es geht. Und dann, wenn halt der Punkt kommt, wo es nicht mehr geht, wo mich Bauchgefühl sagt, eben, jetzt musst du aufpassen. Das sagt mir, das ist eigentlich das von Gott. Wenn ich eben tun sehe, ist einer der konzentriertesten Läufe, den ich je gemacht habe. Also, ich habe mich voll auf das konzentrieren. Ich habe mal abhocken, ich konnte abrufen, aber ich habe mich voll auf dem Seil konzentriert. Wenn es ist einmalig war, also es ist ein Seil gespannt worden, 3,3 Kilometer, und die Leute noch einfach mal laufen und schauen, was passiert. Also, nicht was passiert, also sie haben schon an mich geglaubt. Und ich habe an mich auch geglaubt, aber dass auf dem Seil so Dreiecken aufkommen, das haben wir halt irgendwie verschlafen. Wenn ich nur auf kurzen Seilen trainiert, 100 Meter, 200 Meter, ist alles gut gewesen. Und aus dem haben wir jetzt lernen und dann ist es halt nicht so gut gegangen. Aber ich habe trotzdem bei mir einen Wahnsinnserfolg gemacht. Ja. Also, dank den Leuten, die an mich geglaubt haben, natürlich auch. Oder? Also, es war nicht Dummheit. Ich tue mich aus jeder Situation fangen. Das haben wir am Thunensee gesehen. Am ersten Tag hatte ich einen Abrutschen, bin wieder rauf. Und sie haben dann gleich gesagt, ja, machen wir es mal wieder, mal ist super Wetter.
und ich konnte weiterlaufen. Also, da war wirklich keine Angst vor den Leuten, klar, die Organisatoren. Und die haben schon, das wird jeder haben, wenn ich jemandem zuschaue im Zirkus, den ich kenne. Ja, ja, dann macht es sonst mit gar nicht wissen, wie das für die Frau ist, oder? Wo muss zuschauen. Ja, gut, das ist gut. Die kennt es mir wahrscheinlich. Für mich ist sowieso so, ja, ist die Person, die mich sehr unterstützt in dem, wo wir zusammen auch viel reden mit, über das. Und Kimina hat wirklich keine Angst. Kimina glaubt an mich. Und das ist schön, das sieht man auch, oder? Das ist etwas Schönes, so etwas auf der Seite haben. Absolut. Du hast ja mit ihr auch geheiratet auf dem Hochseil. Ich habe sehr gestaunt, als ich das gesehen habe. Ich habe mir, glaube ich, die Hose gemacht. Wie ist der Entscheid gekommen, dass ihr auf dem Hochseil heiratet? Das war eigentlich immer ein Traum von mir. Traum, eben auch so immer eine Idee, ich möchte mal auf dem Seil, ja. Mhm. Und es hat sich nie so ergeben, also, und Kimina ist halt ein Mensch, wir haben so viel erlebt und sie ist so ein wunderbarer Mensch und wir haben darüber, wo wir zusammengekommen sind, über das geredet, meine Träume, ihre Träume, ich weiß ja alles über sie und sie weiß alles über mich und das ist schön und wir haben es verwirklicht, also, was man eigentlich mit einem Partner sollte machen, wir sollten eigentlich Träume verwirklichen. Ja. Träume verwirklichen und da sind wir dran, aber es gibt halt immer kleine Hindernisse. Aber sie hat nie gesagt, nein, das mache ich nicht, nein, das kann ich nicht. Äpfel vom Kopf schiessen, ich schiesse Äpfel vom Kopf meiner Frau. Nein, sie hat nie, wir haben immer positiv gedacht und das war schön bei uns zwei. Wir sind immer, darum hat es uns so zusammengeschweißt. Obwohl ihr ja gar keinen einfachen Start gehabt habt, oder? Nein, ihr zwei vor 7 Jahren. Du bist damals in einer Familie gewesen. Leider nicht. Ja. Meistens so, leider. In manchen Nähe gibt es halt Probleme. Ja. Aber wenn man zusammen mitmachen, dann hat jeder etwas davon. Also hauptsächlich Kinder, die sollte man nicht schädigen. Ja. Durch so etwas. Aber ich habe selber eine Scheidung miterlebt, ich war 15. Aber es ist trotzdem etwas da innen geblieben, was einem prägt. Oder? Wie hat dich das prägt? Also, du hast jetzt gesagt, du bist 15, aber es ist natürlich eine heavy Phase trotzdem als Jugendliche. Also ich hatte eine Tante, einen Onkel, wo ich dann auch mitgereist bin nach einer. Und ich war natürlich auch erst bei meiner Mutter, habe auch bürgerlich geschafft. Aber es ist irgendwie etwas kaputt gegangen in dem. Mir hat das nie so gefallen. Obwohl ich eine super Stelle als Glaser, Müller in Aarau, noch eine Spenglerei in Aarau. Jeden Winter bin ich zur Mutter. Und irgendwie hat es mir nicht gepasst. Und ich konnte eine Prüfung machen mit 18 noch bei meiner Mutter. Durch das, dass ich nebenbei geschafft habe. Sie hat mir sehr geholfen, eben durch die Prüfung durchzukommen. Und damals bin ich halt ja, ein bisschen besser gsi mit der Schulbildung. Ich habe mir ein bisschen mehr Mühe gegeben und sie hat mir wahnsinnig geholfen mit allem. Und dann hat es mich einfach nicht gekränkt. Also, es hat mich kaputt gemacht, dass ich nicht mehr auf dem Seil war, so winterlang. Und dann bin ich mit meinem Onkel mitgegangen, mit der Schwester von meinem Vater, mit der Tante Rita. Und die haben mir sehr viel geholfen in dem Sinn, dass ich auch frei war. Ich konnte das machen, ich bin mit, ich konnte Seil laufen, ich konnte die Hochläufe können machen, auf 30 Meter am Mast, auf Jakarta sind wir gegangen, auf Kairo haben wir schon gehabt. Und dort konnte ich die Hochläufe können machen, im Regen, was ich alles schon erlebt habe. Ist schön gewesen und hat mir sehr viel zeigt durch Befestigung und durch die Verankerung, wie man aufpassen muss, habe ich sehr viel gelernt. Ja. Und dann haben wir es ein bisschen verdrängt. Und ich habe es schön gehabt bei ihnen, oder? Und ich habe eine zweite Mutter, zweiter Vater. Obwohl, meine Mutter ist meine Mutter, sie bleibt meine Mutter und mein Vater. Aber bist du mal sauer gewesen an dieser Scheidung? Ja, sicher, es hat einem schon gegeben. Aber ich habe ja mitbekommen, was gelaufen ist damals. Also, wo das alles in Konkurs gegangen ist, was meine Mutter alles probiert hat und mein Vater halt ein bisschen hat sollte das machen, was meine Mutter macht, gesagt hat. Und ja, es ist einfach nicht so gegangen. Und da kann ich es verstehen. Also ich kann meine Mutter verstehen, kann meinen Vater verstehen und beiden geht es eigentlich gut heutzutage. Hast du ein gutes Verhältnis zu diesen zwei? Ja, sicher. Ich habe mal eine Zeit mit dem Vater nicht so gut gehabt, aber da hat es auch so ein bisschen Hintergründe gehabt, wieso nicht. Aber es ist so, wie es ist. Also mein Vater, seine Frau, hat mir dann den Weg gesagt. Und ich habe gesagt, du musst das machen, an dem, wo du Freude hast. Und das habe ich dann auch gemacht. In dem Moment hat alles geklopft. Und ich habe dann, wir sind auseinander, ich und meine Ex-Frau. Ich wollte eigentlich im Guten auseinander, mit den Kindern zu lieben. Ich wollte das machen, was ich wollte. Ich habe meine jetzige Frau gefunden. Und es ist dann aufwärts gegangen. Und wirklich das, was dann meine Vater, seine jetzige Freundin, gesagt hat, so ist es dann auch gekommen. Und das hat auf der einen geklopft, oder? Mhm. Und das ist natürlich schön. Und das andere war nicht so mein Ding, so Zirkus aufbauen, abbauen, noch nicht. Ich sage mal, irgendwann
macht es vielleicht mal Spass, mal etwas übernehmen. Aber momentan möchte ich mein Leben so machen, bis ich dort bin, wo ich sein könnte. Oder wo ich darf sein, sagen wir es so. Also es war alles sehr prägend, kann ich mir vorstellen. Dich als Mensch natürlich heute sehr auszeichnen. Was hast du das Gefühl, wie schätzt du dich selber ein? Wer ist eigentlich der Friede Nock? Es ist schwer zu sagen. Ich habe viel Schlechtes erfahren. Ich habe viele schlechte Erfahrungen gemacht. Was war die schlechteste Erfahrung für dich? Entscheidung zum Beispiel. Das ist mit den Kindern. Das hat wieder, also, dass man, wirfst du da heute noch etwas vor aus dieser Zeit? Nein, gar nicht. Ich habe es richtig gemacht. Es ist oft schade, dass das Ehepaar sich so verstritten. Wegen was jetzt? Ich meine, bei uns ist es schon länger nicht gut gegangen. Also, es ist dann einfach immer das Kind wieder gekommen, oder? Ich bin froh, dass sie da sind. Also, es war nicht böse gemeint. Aber man hat ja oft das Gefühl, die Kinder zu kitten, oder? Genau. Also, ich hatte ein paar Mal so einen Entscheid fast getroffen. Und ich sagte, nein, so kann ich nicht mehr. Es ist einfach zu viel passiert dort, oder? Zu viel. Ich wollte eine Familie haben, mit der Familie weggehen und wollte etwas aufbauen. Und dort ist einfach zu gross, die Familie. Es ist alles nur um andere gegangen. Und wir konnten ausleben. Oder? Wir haben immer das Gleiche gesehen. Aber ich wollte meine Kinder etwas bieten und ich wollte etwas aufbauen. Und wenn es dann da ist, wir haben genug, kann man dann sicher mal etwas übergeben. Und so in diesem Sinne war es. Und es hat mich recht verletzt in den Jahren. Aber das Verletzendste war halt, dass man Kinder mit einzieht und probiert zu kriegen und kaputt machen. Und viele haben gemeint, ich und Kamina gehen nach einem Jahr, die sind ja nicht mehr zusammen, ich komme zurück. Und brennt jetzt mit ihr durch. Und dann das ist es so, ja. Das ist jetzt einfach mal so. Und es ist schwer. Also im Zirkus ist es schon extrem. Aber heutzutage muss ich sagen, sind schon ein paar sind wieder, haben sie so gemacht wie ich. Und ich glaube, die sind glücklicher wie vorher. Und am Schluss geht es ja. Es braucht immer einen, der mal anfängt, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, dann. Und das Ausbrechen hat immer mit Verletzungen irgendwo. Aber ich habe es gut mit den Kindern und ich hoffe, sie haben es gut mit mir. Über Kinder müssen wir unbedingt noch schnell reden. Wir hören mal noch schnell, was die Leute auf der Straße sagen, was dich auszeichnet. Die wissen ja gar nicht, was dich wirklich geprägt hat in der Vergangenheit. Aber es sind ganz schöne Sachen zusammengekommen, die wir diskutieren. In meinem Alter kennt man den Friede Nock halt schon seit langen Jahren, würde ich jetzt mal meinen. Er ist sehr mutig. Sympathisch. Ich finde einen guten Typ auch. Speziell. Sein Leben, das er führt, das macht, was ihm selber gefällt. Mir gefällt er. Seine Ausstrahlung. Ja, ich finde es sensationell. Sehr. Gut, aber gefährlich. Ah, spannend. Und er wagt etwas. So, jeder muss selber wissen, was er macht und was er riskiert. Ich finde es gut, wenn er Freude daran hat. Finde ich das super, wenn er das macht. Da musst du nur schwindelfrei sein. Eher ja. Das wäre empfehlenswert. Dass einer so über die Zeile kann schwindelfrei laufen. Es braucht viel Koordination und Schick. Und viel Übung und Training natürlich. Ich finde es nicht so spektakulär. Gewaltig. Also ich finde es fast ein bisschen zu risikovoll. Also ich würde nicht gerne ihn zu sehen, weil man weiß nie, was passiert. Ich hätte Angst, ja. Ich wette, ich hätte Mut. Ich finde es grossartig. Ja, ich finde es grossartig. Ja. Beeindruckend, oder? Also die Leute sind beeindruckt von dem, was du machst. Wenn es schon fast so ist, dass man sagt, das wollte ich nicht sehen, weil es würde mir, glaube ich, Angst machen, wenn dann etwas würde passieren. Das Extreme, weißt du, so, das können als Limit gehen, hast du das schon immer gemacht? Ja, ich glaube schon, ja. Schon als kleiner Bub ist klar, wenn ich auf 2,50 Meter über das Seil laufe, klar, noch ein bisschen mit Respekt und Angst, sagen wir dann, oder? Mut ist schon, der Vater ist schon, kann nicht passieren, mir hat so Sicherheit. Oder? Aber so nachher, als das Hochseil angefangen hat, hat es mir richtig Spass gemacht. Also mit 11, so, ich hatte zwar Longe Kabel auf und runtergelaufen bin ich ohne. Das war auch schon gut gewesen. Und ich habe gesagt, nein, ich wollte eigentlich runterlaufen, wollte auflaufen. Ja, aber und dann als 11-Jähriger, was der Vater sagt, hat mich dann machen lassen, ist zwar immer jemand unten nachgelaufen, oder? Aber dann oben war ich auch gesichert, so bis 14. Und dann hatte ich so richtig Freude daran. Mit 16 jetzt angefangen, im Winter, im Schnee aus, richtig trainieren. Und, ja, schon. Was bei dir noch speziell ist, dass du von den Sachen, wo wir keine Angst haben, Angst hast. Zum Beispiel Fliegen als Beispiel. Also die Sachen, die uns extrem
ja, der Schweiß ins Gesicht treibt, das ist für dich kein Problem wiederum. Das Fliegen scheint bei dir dann das auszulösen, was mir, bei mir wahrscheinlich Seil würde auslösen. Aber das Fliegen ist nicht mehr so schlimm. Ist nicht mehr so schlimm? Nein, wirklich. Es ist ja nicht mehr so, wie ich vorher schon hatte. Wenn ich sage jetzt auch, es kommt so, wie es kommt. Oder? Ja. Und das habe ich irgendwie auch durch die viele, ich habe viel Zeug geschaut, halt immer so die Filme. Und ich habe sehr Respekt vom Fliegen. Heutzutage muss ich sagen, ich bin immer geflogen eigentlich, oder? Aber vielleicht war es auch der Flug damals auf Asien, auf Jakarta raus, der mich so geprägt hat. Also mein erster Flug in den jungen Jahren. Und es hat recht gerüttelt, und ich konnte es einfach nicht können, vielleicht, wie sagt man, reinnehmen, ja, so wie jetzt, wie ich jetzt denke, oder? Und ich habe sehr viel gelernt, also ich bin da Edelweiss an der Flugangst-Ding. Das ist wirklich mal etwas ganz bewusst gesagt. Ich habe wirklich das gesehen und gesehen als Flugzeug und vorne hin. Das ist so schön im Fall. Ich durfte vorne hocken nach Zürich, also hier hin, oder? Und das ist wirklich. Ja, und das hilft einem vor allem, wenn man sieht, wie es funktioniert. Aber ich kann jetzt jeden Passagier führen und sagen, darfst du mal reinhocken. Das geht leider nicht. Mhm. Aber es war wirklich beeindruckend, der Flug. Und das Landen in Zürich, das hat mich ein anderes Bild gegeben, was vorne rausgeht. Vorher war ich immer hinten. Und ich habe nie gewusst, was vorne geht. Und ich bin gerne einer, der es sieht, was passiert. Oder? Und heutzutage gehe ich ins Flugzeug und sehe eigentlich, was vorne geht. Und bin positiv eingestellt. Und ich sage, du, wenn es jetzt kommt, dann kommt es halt im Flug. Das kann man wirklich nicht machen. Und ich sollte auch so auf alles eingestellt sein, oder? Wenn dann nebenan hockt, keiner fährt. Ja, das war Horror für mich. Vielleicht wollte ich lieber fahren. Aber ja, du musst es einfach selber in der Hand haben, oder? Beispiel, also, du hast ja schon gesagt, du bist ein Control-Freak. Aber man muss halt ab und zu im Leben auch mal loslassen. Aber das machst du, glaube ich, nicht so gerne, oder? Das mit dem Loslassen. Vielleicht muss man irgendwann mal ein bisschen loslassen, oder? Nicht vom Seil, das ist mein Ding. Aber nein, aber so, ich glaube, gerade so im Leben, im Allgemeinen. Wie mit dem Rekord, oder? Ich habe 6 Leute in mir drin. Das ist auch so etwas. Du musst auch ein bisschen loslassen, du musst den Leuten vertrauen können. Und als ich damals mit 6 Leuten den Rekord gemacht habe, bin ich anders rein wie jetzt. Also, ich will dich schnell erklären, es kommt der 18. Weltrekord im Februar. Genau. Dann wirst du in die Todeskugel steigen. Ich kann es aber nicht so gerne. Okay, steht zwar bei mir auf der Homepage, kann es rausgekommen. Es steht also Todeskugel. Steht also bei mir heisst es Motorradkugel, ich muss es noch ändern. Ich habe auch schon Schreiben bekommen. Ja, eben so. Aber ich sage mal, Todeskugel, das ist eben bekannt im Umfeld. Also, jeder, der Motorradkugel, weiß niemand, Todeskugel kommt halt von Amerika. The Globe of Death, the Wheel of Death, kommt natürlich von Amerika. Und so ist das auch auf Europa übergekommen. Früher hat es, glaube ich, die Motorradkugel geheissen. Auf der Kilbe hat man das gesehen, in den 50er Jahren, 52 bis 70er Jahren, 80er Jahren. Und das, du machst das jetzt mit Laien, das ist nämlich speziell. Das dran. Ist ja so. Du trainierst schon seit immer Zirkusleute. Zirkusleute habe ich gesagt, nein, jetzt probieren wir etwas Neues. Und probiere es mit gar keine Erfahrung. Alles junge, oder ja, wo einfach keine Erfahrung haben. Schon mit Töff fahren, aber nicht in der Kugel. Mhm. Und mal das probieren, mal wirklich Leute zu holen, bürgerliche Leute, und das probieren. Es ist sehr spannend gewesen. Haben sich 105 Leute haben sich gemeldet über Mail. 25 habe ich als Casting genommen. 15 habe ich ausgesucht. 13 sind noch im Rennen, oder? 13 sind im Rennen, 3 sind gar nicht gekommen. Also 14 haben ausgesucht und 2 habe ich dann einfach noch dazu genommen, wenn sie einfach so gesagt haben, sie wollen dabei sein. Ich habe gesagt, gut, wir können es probieren, aber die sind nie aufgetaucht. Die sind nicht einmal trainieren. Und ja, das ist sehr spannend. Wir haben sehr spannende Momente gehabt. Seit am 12. Dezember sind wir dran, jeden Tag im Digipark. Sehr mutig auch, oder? Auch für dich. Und gesehen wird man es bei der Swissmoto im Februar. Swissmoto 2014, also haben wir jetzt schon 2014, ja. Am 20. genau. 20. ist der erste und da sind wir gespannt. Ob man eigentlich deine verrückte Idee auch bei dir im Gesicht sieht, das werden wir jetzt mal schnell hören. Ich habe es schon ein bisschen angekündigt. Okay. Pietro Sossi, unser Gesichter lesen, der schaut da mein ganz genau ins Gesicht. Das hat er auch beim Freddy natürlich gemacht und da ein paar Stärken können erkennen, die wir unbedingt dann schnell anhören müssen. Ja, da haben wir Freddy Nock, ein wunderbarer Sohn vom Clown Dimitri. Und was bei ihm
Freddy Nock extrem stark ist, das ist seine extrem, extrem breite Nase. Also seine Nase ist extrem breit. Der Mann ist belastbar. Und das reicht eigentlich nicht, Belastbarkeit, sondern er ist so belastbar, dass er eigentlich nur unter Druck richtig gut funktioniert. Er gibt sich entweder den Druck selber oder der Druck kommt von außen. Aber er kann das alles aushalten. Das ist eine riesige Begabung, wenn man das dementsprechend hat. Ein Seelenfalter, die ist hier links, da geht es da so hoch. Und das müsste zeigen, dass der Freddy Nock irgendwie in der Vergangenheit einmal etwas gehabt, das nicht so gut war. Vielleicht war es eine Krise, vielleicht es kann auch mit Gesundheit zu tun haben oder so. Es könnte irgend vorübergehend etwas gewesen sein, das ihm nicht so gut gegangen ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, dass er, weil sie durchgehen, dass es für ihn abgehakt ist. Er hat eine ganz schöne fliehende Stirn, die ist also nicht senkrecht so offen, sondern sie ist fliehend da dementsprechend. Und das heisst, er kann dann nicht immer einverstanden sein mit allem, was man ihm sagt oder mit dem redet oder diskutiert und so. Er wird schon Antworten geben, er wird schon dementsprechend nicht immer so gleicher Meinung sein, kann das aber richtig auch argumentieren, wie auch immer ist das für ihn noch wichtig. Dann sieht man bei ihm die Stirnkanten da, das sind die Stirnkanten, da auf der Seite, das ist technisches Verständnis, das der Mann hat. Gleichzeitig hat er manuelle Begabung, das sind da die Stirn-Augenbrauenpolster, die sind recht rund und das ist auch manuelle Begabung. Das sieht man dann schon auch sehr gut. Und dann kommt ein Trauma, das merkt man, schau mal, wie er eine überlappende Unterlippe hat. Die ist extrem stark und die Unterlippe ist auch zuständig für Lust haben, Genuss haben und Sexualität. Also mit anderen Worten, dementsprechend sind das drei Merkmale, drei Neigungen, die er hat, die er geniessen kann. Aber er macht es auch für sich, weil die Lippe ist richtig so drüber. Und je mehr dass sie drüber aushängt, umso mehr ist es dann auch für sich auf ich bezogen. Dass er die Leistung auch von sich dementsprechend kann geniessen kann, wenn es dann klingt. Und das kann man bei ihm wohl sagen. Oh, ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich finde es grossartig. Nee. Lust, Genuss und Sex spielt eine Rolle in deinem Leben. Ja, das ist immer schön, oder? Ja, hoffentlich, oder? Wenn man den richtigen Partner hat und man kann es zusammen schön haben, wieso nicht? Das ist etwas Schönes. Ja, und die Leidenschaft ist etwas, was einem im Privaten wie im Beruflichen trägt. Aber bist du einer, der richtig geniessen kann, in dem Fall auch? Ja, sicher. Ich habe mein Leben eigentlich immer so genossen. Also ich war gerne ein Geniesser. Wir haben noch die Seelenfalten angesprochen, ein Kindheitserlebnis, das könnte sehr seelisch einschneidend gewesen sein. Magst du dich an irgendetwas erinnern? Eben, es könnte ein Training sein, es könnte mein Umfeld sein. Aber wie gesagt, eigentlich, das hat mit dem kann ich eigentlich gut umgehen jetzt. Also ich habe da kein Problem. Es hat sicher mal, es hat, glaube ich, jeder Mensch mal gehabt, früher, dass man irgendein Problem gehabt, gerade in der Pubertätzeit wahrscheinlich. Das absolut, ich glaube. Du bist ja mit deinen Kindern wahrscheinlich auch schon drin gewesen, ja, oder? Genau. Extrem, ja. Das ist, genau. Die fliehende Stirn hat übrigens Pietro Sossi auch, dürfen wir dazu sagen. Hat er auch. Ich kann ein bisschen beobachten, was er gesagt hat. Schau, schau, der Bess auch. Gell, also das kennt er natürlich selber sehr gut. Das ist ja manchmal auch ein bisschen anecken, oder? Weil man halt einfach sagt, wenn einem etwas nervt und so. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Ja, wahrscheinlich, ja. Ich kann manchmal schon etwas nerven, das ist ja so, aber ja, man probiert dann das Beste daraus zu machen und dann eben wieder ein bisschen vergessen, verdrängen und so. Das ist ja nicht so. Mhm. Bist du noch einer, der zwischendurch auch gerne mal ein bisschen dort verdrängen? Verdrängen? Gehört ein bisschen zum Leben, oder? Ja, das gehört ein bisschen. Also, musst du ab und zu mal ein bisschen verdrängen und sagen. Los, jetzt, du hast mir auch drei Karten ausgesucht und du hast drei ganz spannende ausgesucht. Die eine sind da die wunderschönen Blumen. Jetzt musst du mir schnell erklären, was hat es mit deinen Blumen auf sich? Ist das die sonnige Gemüt? Nein, der Leo ist ein Sonnenschein. Und ich sage mal, es sind so viele, ich sage mal, geile Blättchen dran. Also kannst du viel sagen. Also der Leo ist ein Sonnenschein. Mein Schatz ist ein Sonnenschein. Und alles, was drum um, alle meine Kinder sind Sonnenschein. Also Sonnenblume ist eine sehr spezielle Sonnenscheinblume. Und das sind meine Kinder und meine Frau. Du hast ja mit der Chimeno einen Bub, den Leo, das, genau, du jetzt angesprochen hast, ist jetzt zweijährig. Also, sie haben mittlerweile eine richtige Rasselbande zu Hause. Du hast vier, die Chimeno hat ja auch schon zwei gehabt. Also, die Rasselbande, Entschuldigung, wenn ich sage, sind meine
Pubertätstochter, die ist jetzt eine Rasselbande. Ah, wirklich? Und der Leo ist sowieso einer. Also er kommt jetzt, wird jetzt ein Bub, oder? Ja. Er ist jetzt bei mir auch im Digipark draus und das ist genial, wie der Bub. Erlebst du das nochmal anders jetzt mit dem Leo und der Chimeno? Weißt du, jetzt nach so langer Zeit nochmal ein kleines Kind? Das ist schön. Also, wir haben ja lange, eigentlich schon nach dem ersten Jahr, haben wir gesagt, ich komm, machen wir nochmal ein Kind und so. Und sie, nein. Und dann haben wir es einfach, wir haben wirklich nicht geschaut. Wir haben es einfach, und es war einfach Zeit gewesen, wie es ist, oder? Stress und alles hat einfach nicht gepasst, oder? Irgendwie. Mhm. Und trotzdem haben unsere Engel uns noch jemanden geschickt und das ist ein gutes Zeichen. Ist es dann am Schluss doch etwas unerwartet gewesen? Also, nein, gar nicht. Ich habe einfach nur gesagt, es hat mal so Zeit gegeben, wie jetzt, oder, wo der Leo, wo es einfach stressig war. Und sagt, ja, das war wieder mal ein bisschen knapp gewesen. Und dann, wieso jetzt? Oder? Aber es ist, wir haben uns gefreut und haben gesagt, du, das ist oft gibt einen guten Weg. Und sonst hat sie es uns dann nicht geschickt. Das ist so. Das ist definitiv eine ganz schöne Familie mit ganz schöner Energie. Der Stein? Stein ist im Berg. Ich liebe Berge. Ich liebe alles, was in den Bergen oben ist. Also die Natur, also Schnee. Und ich liebe so einen Schnee. Ich gehe Watt, Schnee und Bilder, die überkommen. Und ich schwimme dran. Entschuldigung, wenn ich die Tränen tue, aber ich bin immer vom Lachen. für mich sind Berge etwas ganz Spezielles. Ja. Grosse Bedeutung für dich. Und das ist ja lustig, die alte Dame, die da ganz viel Last schleppen. Also jetzt sagt man sicher, habe ich so viel Last auf mir? Nein, stimmt nicht. Nein, es gibt so viele Berge auf der ganzen Welt. Es gibt viele, viele schöne Orte, die man eigentlich mit einem Seil bezwingen kann. Und das ist so das Reisen dann nachher vielleicht. Ich sehe auf der Reise ist nicht Zirkus. Zirkus war meine Reise in der Vergangenheit. Aber ich sehe andere. Sie zeigt auch schön mit dem Finger. Ja, aufwärts zeigt sie. Aufwärts, eigentlich aufwärts kommen und alles probieren, es gut zu machen und immer die schönen Orte noch besuchen können, die ich könnte. Das heisst, es gibt noch ein paar Weltrekorde in nächster Zeit. Nach der, ich nenne es jetzt gleich mal Todeskugel, weil wir uns darunter etwas vorstellen können. Ich sage jetzt mal nichts. Wenn man immer etwas sagt, dann muss man aufpassen. Dann musst du es nachher einlösen. Ich hoffe, es gibt noch ein paar ganz, ganz, ganz schöne Sachen zu hören. Du, es war auch ein Geschenk, dass du da bist. Ja, merci. Es gibt noch ein kleines Geschenk für dich, das Trussardi-Parfüm. Ich hoffe, du hast Freude damit. Sicher, schon mal, ich muss etwas schreiben. Nein, also nachher dürftest du da noch die Karte unterschreiben für unsere Zuschauer, aber einfach mit der Unterschrift. Gut. Und dann grosser Weltrekord noch mal einmal ist, also Swiss Motto, 20. Februar, du bist fleissig am Trainieren. Ja. Ist öffentlich, man kann schauen, wenn man mit. Genau, Digipark in Wettigen. Wir sind immer eigentlich, gut, jetzt ist natürlich, wie sagt man, sind auch jetzt Ferien, die wir können, aber eigentlich vom Donnerstag bis Samstag immer vom 4 Uhr weg. Und manchmal bin ich auch schon morgen dort jetzt. Also wenn man mit reinschaut und ein bisschen schaut, wie das tut, entsteht. Jetzt wird es spannend. Jetzt können wir so 3, 4, 5 Minuten rein. Also es wird spannend. Jetzt kommt die gefährliche Zeit. Zum Schluss haben wir natürlich auch für Sie noch etwas. Und zwar ein Wettbewerb. 1'000 Franken von meinem Pfister gibt es zu Ihnen, wenn Sie uns Ihr Lieblingsplätzchen einschicken an die unten eingeblendete Adresse. Und ich sage an dieser Stelle danke vielmals, Fredi. Einer war mir sehr angenehm. Ich drücke die Daumen und ich freue mich auf alles, was da bei dir noch kommt. Ich weiss, es wird noch ganz viel sein. Und lass dich schon mal unterschreiben. Und wir gehen dann nächste Woche in eine neue Runde mit persönlich bei Claudia Lesser. Dann ist dann bei uns der Blick zu Gast. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie wieder rein. Bis dahin, gute Zeit. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi Mailand. Ein Hauch italienischer Eleganz.